Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Pokémon Colosseum. Im letzten Part sind wir hierher ins Krypto-Pokémon-Labor aufgebrochen und ja, wir haben dann den Zugang hierher in das Labor geöffnet, über diesen Schalter an der Außenseite und einen weiteren Schalter und eine Schlüsselkarte, die wir dann noch besorgt haben. Wir waren dann auch noch ein wenig im Labor drin, haben uns dann aber aufgrund von Heilung entschlossen, den Part dann zu beenden. Und ich habe danach noch ein paar Items gekauft. Hier Superbälle, Hyperbälle. Unter anderem auch, damit wir dann tatsächlich mehr Pokémon fangen können und hoffentlich Pokémon nicht entkommen, so wie das Griffel neulich. Und ja, ansonsten denke ich, sollten wir jetzt weitergehen. Ach so, eine Kleinigkeit noch. Ich habe das Thema ein wenig umgestellt. Ich habe das Keifel jetzt mitgenommen. Hat was damit zu tun, dass Ledian schon fast die halbe Kryptoleiste runter hatte. Und Keifel hat einfach ein ziemlich hohes Level. Und ich weiß nicht, ich glaube, ein Boden-Pokémon ist mal was Neues, was anderes. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon Gestein-Pokémon drin, Käfer-Pokémon. Und da wir ja die Krypto-Pokémon alle ein bisschen abbauen müssen, habe ich jetzt Keifel mitgenommen. Gerade auch, weil das ist hier so ein Labor und ich weiß nicht. Könnte ja sein, dass wir irgendwie irgendwas Elektrotechnisches vielleicht auch bekommen. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass wir irgendwas mit Elektrik demnächst bekommen. So, erstmal wollte ich nach hier gehen. Was ist hier? Die Tür kann offenbar nur von der anderen Seite geöffnet werden. Okay, dann können wir hier nicht rein. Können wir hier rein? Ja, können wir. Dann ist hier bestimmt noch irgendein Forscher. Können wir hier? Ich brauche einen UG-Schlüssel. Na, den haben wir nicht. Wir haben nur einen anderen Schlüssel. Mal sehen. Wo bist du denn? Diese Daten brauchen wir sowieso nicht mehr. Was soll denn der Lärm? Wenn ihr euch nicht schnell bereit macht, dann wird Professor Kulpa... hä? Ihr arbeitet doch gar nicht im Labor, oder? Nein, tun wir nicht, Forscher Karloff. So, dann haben wir hier unseren ersten Gegner für dieses, für diesen Part. Und, Elektro-Pokémon. Hab ich ja gut geraten. Wobei, ich denke mal, dass sie nicht nur Elektro-Pokémon einsetzen werden. Ich denke, da werden sie ordentlich mehr einsetzen. So, dann würde ich sagen, als allererstes, Fritzelblitz kann, glaube ich, Statik als Fähigkeit. Deswegen nehme ich lieber ein Rasierblatt und ein Feuerodem für Magnetilo. Magnetilo als Stahltyp ist gefährlicher, weil es länger durchhält. Und, oh, Volltreffer. Das ist gut. Ui. Meine Güte, ich hätte Fritzelblitz angreifen sollen, dann hätte ich einen Kill gehabt. Also, hätte ich ein Pokémon besiegt. So. Und, Frustration. Das könnte ins Auge gehen. Nee, tut es aber nicht. Das ist schön. Gut, dann Metallsound. Gut, dann als nächstes nochmal Rasierblatt und dann nochmal Feuerodem auf Magnetilo. So, dass das nicht effektiv ist, ist mir klar, aber es senkt halt. Und es ist halt ein spezieller Angriff, das bedeutet, wir verhindern die Paralyse und deswegen gehe ich lieber mit dieser Strategie. So, als nächstes ein Angriff, aber Magnetilo ist immer noch nicht ganz hin. Aber paralysiert, oh weh. Das ist gut. Und Schockwelle. Nicht so gut. Gerade weil sie gegen Cupcake geht. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, die nächste Attacke geht jetzt auch noch gegen Cupcake. Ja. Alle Mann auf Cupcake, weil Cupcake ist ja ein Flug-Pokémon. So, dann würde ich sagen, nochmal Rasierblatt und Cupcake. Du. Achso, ich habe es vielleicht nicht gesagt. Ich habe neben den Bällen auch noch Items gekauft. Unter anderem so eine Sache wie Energiestaub und Kraftwurzeln. Schlicht und ergreifend deshalb, weil diese Items etwas billiger sind und so haben wir dann einen kleinen Vorrat. So. Gut, Magnetilo ist erledigt, aber er hat noch ein Pokémon in der Hinterhand, das sollte man bedenken. Frage mich ja, was es wird. Vielleicht Magneton oder sowas.
Oder ein Voltenso, das wäre auch eine Idee. Oder ein Pokémon, das wir gar nicht erwartet hätten. Oder erwarten und... Oh! Okay, ein Lampi? Oh, mit einem Lampi hätte ich echt nicht gerechnet. Sogar weiblich. Wie ich gerade noch gesehen hatte. So, das sollte allerdings nicht allzu lange dauern. Gerade weil wir ja ein Pflanzen-Pokémon vorne haben. Lampi ist ja Wasser-Elektro. Und, ja. Schon vorbei. Das ging sehr flott. Gut, dann haben wir jetzt Karloff erledigt. Im Übrigen, falls ihr es noch bemerkt habt, ich habe den EP-Teiler noch bei Z-Stein belassen. Das werde ich auch machen, bis ich dann ein, zwei Level mit Z-Stein jetzt noch geholt habe. Einfach damit die Verteidigung noch weiter steigt. Er hat sich zwar im letzten Part jetzt endlich entwickelt, aber ja, müssen halt gucken. So, dann gehen wir hierher. Ich vermute, dann müssen wir da lang. Da, wo wir im letzten Part dem einen Kryptoknechter begegnet sind, ja. Hier müssen wir wahrscheinlich runter. Okay. Was ist das? Da blinkt was. Was ist das? Eine DNS-Probe. DNS-Probe? Wahrscheinlich von irgendeinem Pokémon. Können wir den umgehen? Ja, tatsächlich, das können wir. Und was? Hey, die erwarten uns schon hinter der Treppe. Ist ja mal krass. Du bist also Scarlet? Man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Ach ja, erzählt man sich so? Dann zeige ich dir mal, warum ich so ein störender Faktor bin. Okay, Magnetilo und Elektroball. Oh, Elektroball, bitte nicht. Ich möchte kein Finale. Finale wäre nicht gut. So. Ich werde jetzt erstmal einen Sonnentag benutzen, für den Fall der Fälle, dass Finale eingesetzt wird, damit Magneton sich... nein! Wie komme ich jetzt auf Magneton, wenn ich mir Garnier sagen wollte? Okay, weil beides mit M anfängt. So, dann würde ich sagen, Feuerodem auf Elektroball. Oh, das Ding kann Donner. Nicht gut. Und, oh, auch noch Paralyse. Ganz schlecht. So. Zum Glück wirkt die Paralyse nicht. Wer weiß, vielleicht könnten wir ja zum Konter mal Elektroball paralysieren. Oh, schade. Na toll. Oh, tut mir leid, Cupcake. Tut mir leid, Jenny. Dein Altaria ist hin. Na gut, nehmen wir doch erstmal Z-Stein. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen, zumindest bei Magnetilo. Gerade auch, weil ich schon den Sonnentag gesetzt habe. Gut, dann würde ich sagen, als allererstes Rasierblatt, damit wir beide treffen. Und dann einen Flammenwurf auf Magnetilo. Wen trifft der Donner? Natürlich Z-Stein, das ist nicht gut. Gut, dann einmal Rasierblatt. Ist natürlich nicht effektiv, trifft aber beide. Elektroball ist im gelben Bereich und... Oh nein, ich sehe es kommen. Ja. Die KI enttäuscht nicht. Ich glaube, ich werde da mal Keifel rausholen. Wegen Boden. Boden-Pokémon sind ja mehr oder weniger unempfindlich gegenüber Elektro. So, dann nochmal Rasierblatt. Und ja, ein Kryptoschlag auf Magnetilo. Und natürlich, jetzt wo Keifel auf dem Feld ist, werden sie nicht mehr mich direkt angreifen, ist klar. Also werden sie Keifel nicht angreifen. Zumindest fürs Erste nicht. Und der Volltreffer war zumindest gut. So, und Furio-Modus. Deswegen setze ich nicht gerne Krypto-Pokémon ein.
Zumindest was ich so in diesen 32 Parts bislang gelernt habe, setz sie nicht ein, solange die Leiste oben ist. Erst wenn die Leiste unten ist. Gut, dann als nächstes Synthese. Pfeife wird gerufen. Gut. Okay, die Attacke ging daneben und... ging da... Wow. Hyrule, du hast echt das Glück gesoffen. Da haben wir großes Glück dabei. So, Body Slam? Nee. Rasierblatt wieder. Und Kaifi, bitte greif wieder Magnetilo an. Und wow, geht wieder daneben. Und... ja. Das war eindeutig ein K.O. auf Kaifi. Für Kaifi. Nicht auf Kaifi. Kaifi lebt ja noch. Und... oh Gott. Ein Magneton. Und nein, eine Paralyse. Scheiße. Oh, Paralyse ist nie gut. Gut, dann... Rasierblatt und Kryptoschlag auf Magneton. Und dann hoffen wir einfach, dass der Furio-Modus nicht wieder durchkommt. So, Donner. Der geht auf Hyrule. Aber es steht und das ist gut. Und Furio-Modus! Yay! Aber zumindest kann Hyrule angreifen. Das ist doch schon mal viel wert. Aber Elektroball wehrt die Attacke ab. Das ist natürlich auch nicht so gut. So, dann mache ich jetzt zur Sicherheit nochmal eine Synthese. Kaifel rufen wir erstmal aus dem Furio-Modus raus. Ah, bald ist der erste Balken weg. Das ist sehr schön. Sag jetzt nicht, der andere Donner trifft auch noch. Scheiße. Bitte bleib stehen. Bitte bleib stehen. Nee. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Drei tote Pokémon. Ich brauche noch Tara. Und ich möchte jetzt nicht wieder wirklich zurück zum Orkus fahren, um mich zu heilen. Ich bräuchte mal echt einen Vitalisator. Das würde mir weiterhelfen. So, dann mache ich Finte auf Elektroball. Kaifel, Kryptoschlag auf Magneton. Der geht gegen nach Tara. Das macht aber nicht sonderlich viel, weil nach Tara ja eine Menge aushält. Gut. Die Finte trifft gut, das ist schon mal was. Das geht wieder gegen nach Tara. Oh, nächste Runde müssen wir heilen. Kaifel, bitte. Kaifel, bitte. 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 Mach doch mal was vernünftig. So. Kaifel rufen. Und nach Tara kriegt natürlich wieder die volle Breitseite ab. Das ist natürlich genial. Och, nicht schon wieder. Jetzt darf ich die Runde schon wieder heilen. So ein Mist. Vor allen Dingen mit dem bitteren Zeug. Das will ich eigentlich nicht. Okay, Kryptoschlag. Machen wir diesmal Elektroball. Vielleicht geht er dann nicht in den Furio-Modus. Das wäre mal was Neues. Dann haben wir zumindest Elektroball vom Feld. Das wäre schon mal etwas. Och, nicht schon wieder. Auch noch eine Paralyse, ist klar. Aber Synchro erwischt auch Magneto. Kaifel? Ich müsste, glaube ich, mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. So, nach Tara heilen. Kaifel, rufen. Okay, die erste Leiste von seiner Kryptoanzeige ist sogar schon runter. So. Das Viech hält was aus. Dieses Kaifel ist krass.
So, nach Tara, würde sagen, bis auf Elektroball. Keifel, Schnüffler ist jetzt nicht gerade die gute Attacke. Dann greifen wir mal mit Kryptoschlag an. Schnüffler war, glaube ich, wie gesichtet zur Erkennung von Geist-Pokémon, oder? Bin mir da gerade unsicher. Und Furio-Modus. Ich wechsle gleich mal in den Furio-Modus. Das ist aber dann nichts Gutes. So, gut. Wir haben das Elektroball erstmal erledigt. Das ist gut. Dann kriegt nach Tara die Runde nur noch eine Salve ab. Und das ist gut. Dann hält nach Tara nämlich immer zwei Runden. Nein! Alter, das ist zum Kotzen. Dieses Magneton kotzt mich an. Oh oh, ich muss nächste Runde dringend heilen. Alter, mein Team wird ja richtig zerfetzt. Das geht ja mal gar nicht. So, einen Beleber benutzen auf... wer kann mir hier helfen? Ich würde sagen Hyrule. So. Dann würde ich sagen, heilen wir noch ein Pokémon, nämlich nach Tara. Nächste Runde kümmere ich mich dann darum, Tränke zu verteilen und Keifel aus dem Furio-Modus zu holen. Danke, Psyana. So, Items. Mal sehen. Kraftwurzel für... ja, für Hyrule. Und dann nochmal... eine Kraftwurzel für Nachtara. Und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, falls ich es noch nicht erwähnt habe, warum ich Kräutermedizin benutze. Hat schlicht und ergreifend etwas damit zu tun, dass Kräutermedizin günstiger ist. Auch wenn sie bitter ist. Na gut, dann holen wir Hyrule mal wieder raus. Gut, diese Runde können wir dann auch mal wieder angreifen, nämlich erstmal mit Rasierblatt. Und Keifel wird aus dem Furio-Modus geholt. Die Kryptoleiste ist wieder ein ordentliches Stück runtergegangen. Und obwohl es nicht viel bringt, Magneton kriegt ein Rasierblatt. Und Attacke ging daneben. Schön. Dann als nächstes, ich würde sagen, nochmal Rasierblatt. Und ich versuche mal einen Kryptoschlag, obwohl ich schon eher mit dem Furio-Modus rechne als mit allem anderen. Und ich würde sagen... boom. Das war doch mal toll, dass du angegriffen hast, Keifel. Auch wenn du vom Rückstoß getroffen wurdest. So, dann Hyrule nochmal Rasierblatt und du nochmal Kryptoschlag. Wobei der Rasierblatt eigentlich normalerweise alles entscheiden müsste. Ja. Wunderbar, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Gibt nochmal schön Erfahrungspunkte für Hyrule. Und zwar nur für Hyrule, was gut ist. Du störst hier. Ich störe also. Interessant. Ich störe. Die Krypto-Pokémon, deren Herzen wir hier versiegelt haben, sind schon lange weg. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst, aber unser Krypto-Pokémon-Plan, den wirst du nicht vereiteln. Ich habe vor, den Plan zu vereiteln, aber hier lag erst was auf dem... oh, der UG-Schlüssel. Okay. Moment. Da war doch irgendwas Interessantes. Arisa, lass mich nach oben. Arisa, lass mich nach oben. Mensch, Mädchen. Okay, gut. Ich wollte nämlich was sehen. Da scheinen Kryptoknechte zu sein. Das sieht aus, als wenn hier das UG sein könnte. So. Dann will ich mal nach oben gehen. Den Forscher lasse ich mal aus. Ich bin gerade ziemlich angeschlagen. Ich will nämlich versuchen, an einen Vitalisator ranzukommen, damit wir geheilt sind. Und nicht weiter Items verschwenden müssen. Aber um sicher zu gehen, wer ist jetzt noch alles aktiv? Hyrule, Keifel, Nachtara. Na gut, das können wir sogar so lassen. Sonst hätte ich gesagt, belebe ich vielleicht noch einen wieder. Ah ne, Moment, UG-Schlüssel, das ist ja da vorne.
hier. Und dann hier den UG-Schlüssel. So. Eine DNS-Probe und dann hier noch der UG-Schlüssel. Gut. Und nein! Ihr dürft hier nicht einfach reinkommen. Likossa. Mhm. Ein Kryptoknecht. Aha, Blanas und Kanivanha. Okay, dann werde ich Kanivanha mit Hyrule angreifen und Keifel. Hoffen wir einfach, dass niemand dich haut. So, Rasierblatt. Kryptoschlag auf Blanas. Der Rasierblatt dient im Übrigen vorzeigeweise eher Kanivanha und nicht Blanas. Blanas wird nur ein bisschen dabei geschwächt. So, und Kanivanha ist in der Zeit tot. Was Gutes. So, und Duster. Okay. Oreo-Modus. Ah, Wachstum, das ist nicht gut. Okay, Body Slam auf Lanas. Du wirst gerufen, Keifel. Gut, der Body Slam sollte Blanas erstmal ein bisschen schädigen. Und naja, Biss. Das ist nicht gut. Aber Keifel zielt, hält ziemlich viel aus, daher geht das. Oh, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. So, Hyrule, du wirst mal deinen Zug opfern, um Keifel zu heilen. Weil Keifel hier mit Abstand die meisten HP hat, können wir also gebrauchen. Und dann jetzt einen Kryptoschlag auf Blanas. Und bitte schreck mich zurück oder geh in den Furio-Modus, weil ich wusste einfach, dass der Biss gegen Keifel geht. Die KI ist hier ziemlich gut. Das bedeutet, sie werden zuallererst das stärkste Pokémon angreifen und natürlich rücken. Natürlich ein Flinch. Es muss ja nicht anders sein. Nein. Ich könnte ja auch mal Glück haben in den Kämpfen. Und mal richtig predikten. So. Dann jetzt Rasierblatt. Wohl. Rasierblatt ist eine blöde Idee. Body Slam, Blanas. Kryptoschlag und Duster. So, Blanas ist so gut wie hin. So. Mal sehen. Ja. Keifel. Er stört mich schon fast gar nicht mehr. Aber nur fast. Okay, Hyrule muss diese Runde definitiv angreifen. Und zwar mit einem Rasierblatt. Weil Blanas ist so gut wie tot. Also so gut wie weg. Aber Hunduster braucht auch meine Schwächung. Ach ja, stimmt. Oh, verflixt. Okay, Keifel ist ja im Furio-Modus. Ich habe das total verschwitzt. Man darf mir aber auch nachsagen, zwischen Part 30 und diesem hier sind ja auch knapp 3 Wochen. Und in der Zwischenzeit habe ich nur Part 31 aufgenommen. Ich kann mich nicht an alles erinnern. So, gut. Blanas ist weg. Und meine Nase juckt. Toll. Ich mag juckende Nasen nicht. Und... Oh, Kramurks. Und... Oh, ein Kramurks als Krypto-Pokémon. Das überrascht mich nicht. Das überrascht mich überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Gut, jetzt brauchen wir gleich nach Tara und wir müssen da nochmal wieder wen wiederbeleben. Ich würde sagen Cupcake wegen Gesang. So, Hyrule, was machst du mal? Body Slam auf Hunduster. Nach Tara. Ja, nach Tara beliebt dann erstmal Cupcake wieder. Ach nee, ich brauche ja erst einen Beleber. So. Hab ich ganz vergessen, dass ich die Kraftwurzel noch ausgewählt habe. Ich brauche ja erst den Beleber und dann die Kraftwurzel. So, Body Slam ist ziemlich erfolgreich, wenn Kramux in der Luft hängt.
will gleich Fliegen einsetzen, wie ich das sehe. Das gegen Hyrule ist auch nicht so gut. Aber du machst noch mal Body Slam und ich würde sagen, du machst mal Biss gegen Kramox. Weil Kramox jetzt eh Fliegen einsetzt und ich einfach mal hoffe, dass Hyrule stehen bleibt. Was mir natürlich nicht verwehrt wird. Was mir natürlich nicht gewährt wird, weil ich absolut kein Glück habe in diesem Spiel. Es ist toll. Entschuldigung, dass ich hier so einen leichten Sarkasmus durchschimmern lasse. Aber ich bin noch recht sauer deswegen. Ich hätte vorher heilen sollen. Ja, ich hätte definitiv vorher heilen sollen. So, nein. Die ganzen Items, die ich mir jetzt zum Heilen geholt habe, sind alle weg. So, ich würde sagen, ein Biss gegen Hunduster, schlicht und ergreifend, damit wir ihn zurückschrecken lassen können im Falle eines Falles. Falls Hunduster halt überlebt, ja. Hoffen wir drauf, dass er zurückschrecken kann. Nein. Das geht auch wieder gegen Cupcake, ja. So, dann Gesang auf Kramox, Biss auf Hunduster. Kramox wird Fliegen einsetzen. Ging daneben. Cupcake setzt Gesang. Ach ja, was? Moment. Kramox hat Insomnia? Okay, ich kann nicht alle versteckten Fähigkeiten wissen, aber das wusste ich nicht. Scheiße. Dann geht meine Taktik nicht. Gut, dann können wir einfach nur hoffen, dass wir ihn nicht zu sehr schwächen. Dann würde ich sagen, bis auf Kramox. Und einmal fliegen. Ja, Attacke ging natürlich daneben. Nochmal bis, ich weiß, das ist nicht anders. Wobei, ich hätte das zum Heilen nutzen können. Scheibe. Na gut. Fliegen trifft. Okay, jetzt dürfen wir nur noch maximal den Biss benutzen und mehr nicht. Gut. Jetzt ist Kramux im richtigen Bereich. Für das große Fangspektakel. Ich benutze gleich einen Hyperball. Auf Kramux und nach Tara. Wir machen mal ein bisschen Vorsorge, falls wir noch einen Kampf haben. Und zwar Keifel. Damit wir Keifel wieder in der Hinterhand haben. Und vielleicht belebe ich nach dem Kampf noch Zeitstein. Obwohl. Lohnt sich das bei der Uhrzeit? Ja, es lohnt sich noch. Mache ich heute mal einen etwas längeren Part. So. Na wunderbar. Ja, für mein Alter gehe ich zur Sache. Einfach, weil ich hier arbeite. So. Gut, der hat uns nicht gesehen. Was ist hier? DNS-Probe? Noch eine? Wieso finden wir hier so viele DNS-Proben? Okay, hier kommen wir nicht rein. Oh nein! Oh, noch ein Kryptoknecht. Mara. Pupita und Wablo. Oh Gott, Pupita. Cupcake und Keifel. Und wir haben noch nach Tara in der Hinterhand. Wir sind stark angeschlagen. Wir haben kaum noch Heil-Items. Was kann denn noch schief gehen? Allerdings war Wablo's niedlich. Das müssen wir Wablo nachsagen. Aber Pupita müssen wir zuerst erlegen. Und zwar mit Feuerode und einen Kryptoschlag, sofern du nicht wieder in den Furio-Modus gehst. Blödes Bodenschwein. Ich mag Keifel eigentlich, aber ich wusste es, weil ich es Bodenschwein genannt habe. Jetzt ist Keifel... Achso, Verteidigung senkend. Okay. Cupcake schützt... Ja, klar!
Weil war blue. Ich drehe heute durch. So, ich würde dann sagen Feuer-Odem auf Wablu. Nein, nicht auf Cupcake. Cupcake ist mein Pokémon. Cupcake ist weiblich, das Wablu ist männlich. Das ist ein Unterschied. Also, Wablu hat sich vor Statusveränderungen geschützt, um das einfach klarzustellen. Cupcake greift Wablu jetzt an. Und Keifel wird erstmal aus dem Furio-Modus geholt, weil Keifel doof ist, was das angeht. So. Wow, das zieht ja total wenig. Oh nein. Ich brauche Erdbeben. Kann nicht irgendein Pokémon von mir Erdbeben lernen? Oh, Bodycheck. Das war nur hart rein. So, dann würde ich sagen, versuche ich es mal mit Stahlflügel auf Wablu. Keifel, du. Ja, ich benutze meinen Energiestaub. Muss ja hier jetzt nicht komplett Vollheilung sein. Stahlflügel scheint ein wenig mehr zu ziehen. Das ist gut. Gut. Bodycheck wird auch bei Wablu wieder etwas ziehen. Ach nee, das war ja Schaufler. Nee, doch, das war Bodycheck. Toll, jetzt kommen wir auch noch durcheinander. Man hört es auch, glaube ich, ich bin ein wenig müde. Weil ich habe heute ein bisschen viel zu tun gehabt. Schule und Fahrradfahren und dann versuchen aufzunehmen und endlich schaffen aufzunehmen. Das war eine schöne Arbeit. So, Cupcake, du wirst für Beleber sorgen und zwar für Hyrule. Für den Fall der Fälle. Und nach Tara bis Wablu. Falls Wablu überlebt, haben wir dann hoffentlich immer noch den Flinch, den wir kriegen können. Schaffen wir aber nicht, weil Wablu AO ist. Cupcake erreicht das nächste Level. Und Postelka. Na okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Und was? Nein, nicht das Viech. Oh je. Okay, Postelka ist also das Krypto-Pokémon. Versuchen wir es als allererstes mit Gesang. Nach Tara. Was machen wir? Ja, bis damit Pupita vielleicht. Wenn wir Glück haben und. Ach, der Bodyguard ist ja noch aktiv. Ja, tut mir leid. Nicht mehr dran gedacht. Der sollte noch. Wie lange ist das jetzt her? Der sollte noch knapp 2 Runden aktiv sein. Und Kryptoschlag. Oh, das tut weh. Und eigentlich hatte ich Hyrule jetzt wieder belebt wegen dem Dings. Ich muss dringend einen Heilautomaten finden. Oder in eine Stadt fahren und mich heilen. Und Items kaufen, dass ich was zum Heilen habe. So, als allererstes Synthese. Dann als nächstes Finte auf Pupita. So, Hyrule ist wieder fast voll. Und, oh nein, ich werde kurz schneiden müssen. Wartet bitte einen kleinen Moment. Oh, verdammt, warum jetzt? Warum muss ich jetzt schneiden? Und ich kann gerade nicht schneiden, oh, das ist so ärgerlich. Einen Moment, ich muss jetzt schneiden, bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich musste etwas länger Pause machen. Das tut mir auch sehr leid. Es tut mir auch leid, dass mein Vater mal wieder rumgeschrien hat. Das hatte schlicht und ergreifend was damit zu tun, dass ich ihm nicht geantwortet habe. Und er hasst das, wenn man ihm nicht antwortet. Aber ich möchte das einfach nicht in den Parts, ihm zuzurufen. Das finde ich dumm. Sowas mag ich nicht. Sowas mache ich nicht gerne. So, dann mache ich jetzt nochmal Biss auf Pupita und Body Slam auf Forstelka. Nicht sehr effektiv. Zieht fast gar nichts. Hätte ich mir eigentlich auch schenken können, aber ich habe mir gedacht, dass es wenigstens etwas bringt. Zumindest mehr als das. Gut, Pupita haben wir erledigt. Dann können wir uns jetzt komplett auf Forstelka fokussieren. Ach nee! Oh, verdammt, Zubat. Nein, nicht hier auch noch.
Oh, diese fürchterlichen, fürchterlichen Zubats. Ich mag keine Zubats. Aber ich glaube, das geht jedem so, dass sie keine Zubats mögen. So, dann, ja, kriegt das den Body Slam ab. Und ein Biss auf Hostelka. Schlicht und ergreifend, weil ich hoffe, dass ich mit Biss den Flinch mal wieder hinkriege, damit kein Kryptoschlag rauskommt. Und dann sehen wir mal weiter, was wir daraus machen. So, ja, das war sehr effektiv, das ist gut. Und, oh, nach Tara. Nicht gut, gar nicht gut. Gut, dann... Hyrule, du machst mal Synthese und nach Tara, du... wirst mal geheilt mit dem Energiestaub. So, dann haben wir zumindest etwas. Gut, jetzt kommt wieder ein Kryptoschlag und der geht gegen nach Tara. Oh mein Gott! Heiligsblechle. Und ja, jetzt fluche ich schon den fremden Akzenten. Oh mein Gott, ich muss wirklich schlechte Laune innerlich haben. Habe ich auch momentan. Nein, noch kein... Soll ich es wagen? Das ist vielleicht ein Zeichen, dass ich einen Hyperball werfen sollte. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Bitte. Bitte fang das blöde Forstelka. Nein! Obwohl, das hätte ich mir denken können. So. Ah, jetzt ist es wenigstens im gelben Bereich. Dann wird es jetzt noch Kryptoschlag einsetzen. Oh, Paralyse. Das ist schon mal auch ganz gut. Und ja, nach Tara ist jetzt auch besiegt. Shit. Gut. Gut, dann werde ich jetzt nochmal versuchen. Obwohl, zur Sicherheit erstmal was wiederbeleben. Ich würde in dem Fall sagen... Ich würde in dem Fall schon fast Cupcake sagen. Wegen Gesang. Ich hoffe einfach mal, dass der Kryptoschlag jetzt erstmal gegen Hyrule geht. Oh. Nein, aber Cupcake hat überlebt. Das ist genauso gut. So, noch ein Rückstoß. So, du wirfst einen Ball. Und zwar... nein. Superball. Auf Hostelka und Cupcake, du wirst... Ja, ich opfer sogar meinen Top-Trank für dich. Dich brauche ich noch. So, Ball Nummer 2. Los! Mal sehen, ob es diesmal drin bleibt. Also ich bin ehrlich, ich bin den ganzen Part über angeschlagen. Wenn das so weitergeht, dann könnte ich sogar das ein oder andere Mal verlieren. Und yes! Wir haben es geschafft und... Nebenan scheint jemand fast abzukrepeln vor Husten. Oh je. Na gut. Das hätten wir erledigt und ich gucke jetzt nur noch runter, ob es dann Vitalisator gibt. Gibt es keinen, hau ich wieder ab. Hm? Nein! Nein! Oh, willkommen im Labor. Nein, jetzt renne ich in den nächsten. Kabetschs. Was ist das für ein Name? Rihorn Ariados. Oh nein. Ich werde hier noch verlieren, diesen Part. Ich sehe es kommen. Ich verliere und dann darf ich... Nee, bitte nicht. Sonst kriege ich noch die... ärgere ich mich noch die Kretze an den Hals. So, wer von den beiden? Ausgerechnet das Viech. Das Viech, das ich eigentlich als erstes töten wollte. Naja, gut. Rasierblatt. Und Gesang. Der Rasierblatt sollte Rihorn eigentlich genug schaden. Gut. Ah, nee. Verdammt, Rihorn hat überlebt. Dariados hat nichts abgekriegt. Das war mir aber auch von Anfang an klar. Und der Gesang? Okay, wenigstens läuft es mal ein bisschen nach Plan. So, mal sehen. Was kommt nach Ariados? Oh nein, Steinhagel. Steinhagel. Na gut.
Wenigstens geht er gegen Hyrule. Ach nee, der geht ja gegen... Der geht gegen beide? Oh, scheiße. Wir müssen Rihorn erledigen. Dringend. So. Um sicher zu gehen, werde ich meinen letzten Beleber... Oh Gott, meinen letzten Beleber verwenden. Ich würde sagen auf... Keifel. So, Rihorn ist erledigt. Das heißt, wir haben den Steinhagel hoffentlich aus dem Weg. Glaube ich aber weniger dran. Reptine. Okay, dann haben wir für die nächste Runde was, dass wir... mal sehen, was mache ich als nächstes. Ich würde sagen, als nächstes mache ich mit Hyrule erstmal einen Body Slam auf Ariados. Bei dem Level können wir das ruhig machen. Und dann als nächstes fliegen auf Reptile. Dann haben wir Cupcake wenigstens noch eine Runde aus dem Verkehr. Reptile kann also Verfolgung. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich brauche dringend irgendwas zum Trainieren. Oh nein, Ariados ist wach. Und ist keine Matschbombe. Das ist nicht gut. Oh ja, das ist gar nicht gut. Wir müssen sofort anfangen, Bälle zu werfen. Irgendwie. So, Keifel, komm raus. Ist natürlich jetzt schlecht, bei einem Reptile einen Keifel zu benutzen, aber... damit müssen wir leben. So, als allererstes eine Kraftwurzel auf Keifel. Ich hätte nicht weiter gucken sollen. Ja, das geht von Keifel auf Reptile. Das wird dir nur nicht viel nützen. Ja, fliegen. Gut. Jetzt haben wir nur noch Ariados vor uns. Das sollte eigentlich jetzt nicht mehr so schwer werden. Es sei denn, natürlich die Matschbombe versaut uns alle Chancen, ja. Ich hätte nicht weitergehen sollen. Oh nein. Auch noch Furiomo. Ich verliere hier noch. Ich bin zu weit gegangen. Viel zu weit. Das ist doch jetzt nicht das Ende, oder? Bitte sag, dass das jetzt nicht das Ende ist. So, Rückstoß. So, Items. Ich muss dringend heilen gehen. So, jetzt kriegen wir gleich einen Kryptoschlag wieder ab. Oh mein Gott, war das jetzt ein Volltreffer oder was? Oh Gott, ich muss sofort wieder heilen. Ich kann nichts anderes machen als heilen. Sehen. Es dürfte sich mit 50 noch ausgehen. Okay, jetzt hat er diesmal wieder nicht so viel gemacht. Das heißt, beim letzten Mal war es ein Volltreffer. Gut, dann Hyperball. Ganz schnell. Und hoffen wir einfach, dass es klappt. Und wenn, dann müssen wir einfach sozusagen stallen. Das bedeutet in dem Sinne, warten bis Ariados sich runterhaut und immer wieder Bälle schmeißen und heilen, wenn es notwendig ist. Aber, oh, wir hatten Glück. Das ist einfach nur krank. Ja, unglaubliche Kraft, von wegen unglaublich. Ich habe einfach nur unglaubliches Glück gehabt. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Raus hier. Weg hier. Ganz schnell. So schnell es geht, weg hier. So, das hier war... das hier war das. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, ja, hier. Okay, wir sind fast draußen. Das ist gut. Wir müssen dringend nach Orkus. Das ist ja die nächstbeste Heilstation, wobei... Emeritai wäre eigentlich auch eine Idee...
Weil da könnte ich mir dann auch, wenn, Beleber kaufen. Gut, auf jeden Fall müssen wir hier raus. Und ja, das zeige ich noch extra im Part. Ich habe ja gesagt, dass ich es länger mache. So. Außerdem mag ich Emeritai irgendwie. Ich mag die ganze Stadt sehr. So, dann erstmal schnell ins Pokémon Center. Ich muss unbedingt was finden, das ich trainieren kann. Ich bin mit den Leveln so hinterher, das gibt's überhaupt nicht. Und die KI wird ja halt auch immer besser und besser. Und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo wir dann Level 35, 36 sind und die Gegner sind auf Level 50, wenn das so weitergeht. Oh je. Gut, dann werde ich nochmal schnell was einkaufen. Und ja, diese ganze Vorbereitungsgeschichte, das packe ich jetzt extra in einen Part. Also in den Part rein, weil ich ja erstens gesagt habe, länger. Zweitens, einfach weil. Das muss man halt auch mal zeigen, was da so alles dazugehört, was man da so teilweise macht. So, Beleber. Nur 7. So. Dann müssen wir jetzt irgendwas verkaufen. Fragt sich nur was. Nee, das können wir nicht nutzen. Das brauchen wir auch noch. Ich schneide jetzt nicht schon wieder. Okay, ich verkaufe ein AP Plus. Und ein Elixier. Ich darf schon wieder schneiden. Entschuldigt bitte, dass ich noch ein weiteres Mal schneiden musste. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich wenigstens die paar Minuten mal Ruhe hätte. Naja, jedenfalls, ich habe jetzt die Einkäufe so gut es ging beendet. Ich werde mal gucken, ob ich offscreen vielleicht irgendwo was finde, wo ich vielleicht trainieren kann. Wenn ich was finde, würde ich dort den Part, also den nächsten Part dann ansetzen. Und ja, sollte ich nichts finden, so werde ich dann einfach hier im Labor weitermachen. Ich werde dann darauf zurückkommen, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute, und ich entschuldige mich dafür, dass ich so oft schneiden musste. Bis dann, Leute. Bye, bye.